Gut, also hier gibt es dann anscheinend nichts. Warum konnte ich den töten? Der hat auch ein Schild gehabt. Egal. Das ist auch schön. Ich glaube, das gab es hier im ersten Teil gar nicht. Diese Bücherregale, das finde ich mega cool. Sehr cool. Fröschchen. Ah, okay. Das ist denen anscheinend egal. Denn das wird erst reflektiert, wenn er wirklich das Schild hochhebt. Interessant. Okay, das ist die Schlosskiste. Dann machen wir erstmal den hier platt. Ups. Ja, ist doch gut. Ich wollte mich nicht da nur mal angucken. Außerdem hält er sein Schild falsch rum. Und er hat einen Topf, einen Eimer auf dem Kopf. So. Euch mach ich platt. Euch mach ich platt. Oder ihr macht mich platt. So. Wer bist du? Alban. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Ich finde die neuen Drachen echt schön. Punkt. Oh ja, ich bin gleich tot, Junge. Erstmal Frosch töten. So. Sind hier noch irgendwo Feuer anmachen. So. Ah, entfache mein Feuer. Wir haben eine Trophäe bekommen. Schön. Feuer habe ich auch immer im ersten Teil angemacht. So. Hier auch wieder ganz viele Bücher. Da hat auch der Drache, er hat auch ganz gut dann dazu gepasst, weil der hat ja so ein Tintenfässchen auf dem Bauch. Das ist natürlich auch cool. So, dann können wir hier einmal rumfliegen. Aber was ich mir wünschen würde, ich glaube, das war das, was ich als allererstes vergessen habe zu sagen. Was ich mir wünschen würde, wäre eine Taste, mit der man die Musik umstellen könnte. Also, wo man nur einen Knopf drückt, was weiß ich, R3 oder so. Und dann... Und dann ändert sich die Musik von selbst. Ins Alte oder ins Neue. Ja. Oh, den gibt's sogar im Fünfer her. So, hier wäre wieder... gleich... Achso, der läuft noch bis dahin. Nein! Ja. Jäger! So, mein Gott. Schlimm ist es. So. Was hast du uns zu erzählen, Ostwind? Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. So. Hier haben wir alles. Hier müsste irgendwo der Schlüssel sein, genau. Pring. Falsche Musik. Egal. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück zum zur Truhe da oben, genau.
Achso, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte. Ich habe vor, hier Platin zu holen. On screen. Außer wenn jetzt irgendein Gefarme ist. Vom. Keine Ahnung. Jetzt haben wir schon wieder irgendwo. Ah, ne, hinten ganz am Ende waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja, außer wenn irgendein Gefarme ist oder so. Dann würde ich das natürlich rausschneiden. Aber ansonsten halt alles on screen. Darius. Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Das haben wir sehr früh erfahren, nachdem wir das Level schon so gut wie abgeschlossen haben. Yay! Und wir haben diesmal alles auf einmal geholt. Wunderbar. Wir gucken nochmal rein. 100% Wunderbärchen. So, dann gehen wir wieder nach Hause und gehen nochmal ins Level Stonehill. Steinhügel. Ich werde wahrscheinlich immer die englischen Sachen sagen. Also Musik ist echt wunderbar. Bisher. Ich glaube nicht, dass sich das noch irgendwie ins Negative drehen wird. So, wir sollen hier die rosane Tulpe abfackeln. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich werde erstmal hier im Brunnen nachgucken, da wird sie wahrscheinlich eh nicht sein. Auch schön hier im Brunnen, so ein bisschen Algen am Boden. Schön. So, ich werde jetzt erstmal hier... Ach genau, Kügelchen gab es ja noch. Erstmal hier außen alles absuchen. Aber hier scheint nichts zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwo da oben auf diesem riesen Feld ist. Das ist eigentlich auch ganz schön. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das hier so alles zugewuchert ist. Ist auch nix. Hier ist auch nix. Gehen wir mal runter. Vielleicht ist da ja noch was. Ich glaube aber nicht. Hier ist Sand. Nicht da schon wieder rein. Das war nicht schön. So. Dann gehen wir mal hier hin. Mal gucken, ob hier irgendwo eine rosa Tulpe war das, ne? Verbrenne die rosa Tulpe. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, ich hätte sie gesehen, aber das war nur hier das Ding da. Der Lichtstrahl sah ein bisschen rosa aus. Also hier ist mal nichts. Jetzt gehe ich nochmal hier in den inneren Kreis, aber wird wahrscheinlich auch nichts sein. Ja, 100 Pro ist diese. Da ist sie! Ich hab sie, glaube ich, gefunden. Na toll. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, irgendwo hier zwischen diesen Häuserdingern war die.
Da! Zack! Wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. So. Dann wäre dieses Level auch zu 100% abgeschlossen. Ist hier das Ende? Ja, fast. So. Gut, dann können wir jetzt das nächste Level betreten. Was haben wir überhaupt noch zur Auswahl? Wir hätten noch das Fluglevel, das möchte ich aber gerne vor dem Bosskampf machen. Altstadt hätten wir noch. Ich glaube, wir haben nur noch die Altstadt, oder? Altstadt war... Wo war die Altstadt? Hier hinten. Ja, ich glaube, wir haben nur noch die Altstadt, dann das Fluglevel und dann den Bosskampf. Wo haben wir die Altstadt? In der Altstadt sollten wir, glaube ich, alle Stiere stecken lassen. Das heißt, wir müssen die, glaube ich, umrennen, dann stecken die, glaube ich. Im Originalteil sind die, glaube ich, wieder irgendwann aufgestanden. Und hier müssen wir sie dann alle umrennen. Muss ich mir merken, nicht abfackeln. Sehr rockig. Geht aber auch noch gut. Ich guck gerade nochmal nach. Alle Bullen stecken fest, ja. Dann gehe ich mal davon aus, dass sie alle den Boden stecken müssen. Nils! Herzlich willkommen in der Altstadt, Spyro. Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um. Oh, das ist umgefallen, als er sich weggebeamt hat. Voll süß. Und er hat von uns ein Bild gehauen, wenn man das so nennen kann. So. Ihr steckt fest. Hoffentlich auch für immer. Wir haben auf jeden Fall unsere Belohnung von den Stieren schon bekommen. Das ist ganz gut. Okay. Das heißt, wir müssen ihn nicht mal richtig töten. Oder wir kriegen da nochmal was, aber ich glaube nicht. Devlin! Danke, Spyro. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? Was stand da drauf? Tongs? Das war kein E. Stand da Thongs, Spyro? Was soll das bedeuten? Ich weiß, dass das sowas wie Thanks heißen soll, aber... Das hat doch bestimmt noch irgendeine andere Bedeutung. Wo bist du denn? Da. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte ganz viel verpasst. What? Eins, zwei, drei, vier. Da oben ist noch eine. Wo ist denn hier der Typ wieder? Da. Alva! Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Ich fand das voll cool, dass er so Paprika und so Zeug auf seinen Drachenschwanzstacheln hängen hatte. Also die Drachen gefallen mir echt super hier in dem Spiel. Im alten Teil war das halt so, die waren dick oder dünn und hatten verschiedene Farben. Aber hier haben die so richtig... Man kann ihnen halt ansehen, was sie so machen. Also Maler oder Koch oder...
Oh. Da. Schriftsteller. Das finde ich echt cool. Ein Blatt im Wind. Ist bestimmt irgendwie so und so viel Meter fliegen oder so. Wir sammeln hier erstmal alles ein. Das mache ich, glaube ich, immer so. Weil dann werde ich nicht abgelenkt. Von dem guten, netten Edelsteinen, wenn ich den Typen da verfolge. Mir gefällt das auch, wie energiegeladen er gegen diese, gegen die Truhen rennt. Yay! Fähigkeitspunkt erhalten. Ich finde das schön, dass sie das auch hier eingebaut haben, weil im Original gab es im ersten Teil keine Stilpunkte. 200 von 200 haben wir, okay. Jetzt fehlt uns noch der Tor. War der ein Hammer? Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du kannst deinen Fortschritt jederzeit einsehen, indem du über das Pausenmenü aufs Handbuch zugreifst. Die Stimme kam mir auch irgendwie bekannt vor. Uns fehlt uns jetzt jedenfalls nur noch der Eierdieb. Den werden wir uns jetzt holen. Ah. Weiß nicht, warum ich hier so Probleme habe. So. Manchmal habe ich da echt mega viel Luft nach oben und dann halt nicht mehr. So, wo bist du? Wo ist der denn? Ach, da unten steht er. Schön. Super. Toll. Richtig toll. Wo ist der jetzt hin? Ich höre ihn auf jeden Fall nicht mehr. Ich denke mal, der wird wieder zurück sein. Auf seinen Startpunkt. Hoffentlich. Ich höre ihn nicht. Doch, jetzt habe ich ihn gehört. Der so beschissen. End again. Ich muss mehr Kurven schneiden. Also wenigstens kriege ich jetzt hier den Dings hin. Ah, oh, da bin ich gegen die Wand gelaufen. Ah, im Flug. 100% des Levels abgeschlossen. Beziehungsweise im Sprung natürlich. Der kann ja natürlich nicht fliegen. So, wo war das Ende? Hier vorne irgendwo, ne? Ja, nach Hause. Nochmal kurz gucken. Ja, ist erst wieder im nächsten Level. Schätze ich mal. Super. Haben wir schon 600 Edelsteine von 12.000 bzw. 14.000. So, dann werden wir jetzt das Fluglevel machen, genau. Da war ja was. Ach, das wird bestimmt eine Katastrophe werden. Oh, wir müssen mal gucken, ob es. Ich glaube, im ersten Teil konnte Spyro so ein Looping machen. Den hat man zwar eigentlich nicht gebraucht, aber. Es wäre cool, wenn sie es mitgenommen.
mitgenommen hätten. Wir machen erstmal... Ach, das war das. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier die Reihenfolge gemacht habe. Erstmal gucken. Okay, da hätten wir jetzt alles. Ich mache hier voll den Umweg. Oh, okay. Wie die Musik auch einfach aufhört. Ja, neuer Versuch. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich gehe erstmal hier rein, diese dummen, drecksgelben Kisten, ne? Ah, schön. Daneben geflogen. Das ist die letzte. Huch, was hat er gemacht? So, und hier waren jetzt die, genau. Die Bögen. Okay, Moment. Gegen den Strom. Ach, ich dachte gerade, dass... ich dachte, der Bogen wäre ein Gegner. Mann! Oh Gott, warum... Das ist nicht so gut. Ich weiß nicht mehr. Ich habe da so eine super geile Reihenfolge damals gehabt, aber ich weiß sie einfach nicht mehr. So. Und letzte. Er hat schon wieder diesen komischen Dreher gemacht. So. Dann fliegen wir jetzt wieder bis zu den Flugzeugen und hoffen, dass wir das diesmal besser hinkriegen. Weil irgendwie war die Hitbox, glaube ich, damals größer von den Dingern. Wo sind die Fliegers? Wo sind die Fliegers? Okay, wir haben alle. Dann noch die letzten zwei Bögens. Und dann... Oh, okay. Die letzten Züge. So, einer noch. Das ist jetzt der eine, den wir ausgelassen haben. Da kommt er. Sehr schön. Okay, haben wir alles geschafft. Jetzt wollen wir aber nochmal mit dem Fliegedings gucken. Ah, es funktioniert. Sehr schön. Huch. Gut. Dann können wir... Nee, falsche Taste. Beenden.
beenden. Okay. 900 Edelsteine. Und jetzt werden wir uns zum Bosskampf begeben. Wie hieß der denn nochmal? Weiß es nicht mehr. Toasty, genau. Stimmt ja. Toasty. Begegnung mit Toasty. Schöner Sonnenuntergang im Hintergrund. Ich kann heute echt nicht sprechen. Bedrohliche Musik. Wakiba. Das war auch ein Level, was ich... Drecksviecher. Das war auch ein Level, was ich gesehen hatte. Nicht komplett, nur wie es aussah. Irgendwann mal auf Twitter. Ich mag die Hunde nicht. Ich habe die schon im alten Teil nicht gemocht. Also wenn ich sage alter Teil, dann meine ich immer das Original für die PlayStation 1. Okay. Whatever. Lasst mich doch mal in Ruhe, ihr Drecksköter. Hey! Doofkorb. Süß. Wie das Hütchen auf seinem Po fällt. Ich könnte mal... Ah, oh, scheiße. Hier gab es, glaube ich, keine Libellenkram. Lass mich in Ruhe, du. Stirb. Jetzt muss ich auch noch alles selbst aufsammeln. Nur weil Sparks keinen Bock mehr hat. Nevin! Nasty Nork hat die Artisanenwelt einem seiner gemeinsten Handlanger überlassen. Der soll mal herkommen, dann gibt's eine Grillparty. Pass auf, Spyro. Toasty hat viele Asse im Ärmel. Naja. Den nenne ich mal ein bisschen. Er sieht ja echt cool aus. Ich mag den seinen Halskranzkragen-Ding da. Okay. Ja, dit ist aber nicht richtig, du. Last Stage. Verbrannter Toast. Das ist nicht so schön, verbrannter Toast. Yay, 100%. Ja. Super, wir haben die erste Welt abgeschlossen. Ist das nicht geil? Wir können jetzt zu den Peacekeepers reisen. Es tut mir leid, wenn ich die Musik immer nachmache. Aber die ist so toll. Okay,